liebe Zuschauer, ich kann Ihnen eins sagen, die Rahmenbedingungen, die passen hier aber sowas von. Zwei Mannschaften, beide motiviert. Wir gehen von einer ausverkauften Arena aus. Und das hat auch durchaus seinen Grund, denn das Wetter, das spielt wirklich mit. Sonnenschein, wunderbar, angenehme Temperaturen, kein Wölkchen. Es gibt Freistoß für Italien. Florenzi. Stepanenko. Ab nach vorn und hoffen. Der kommt tatsächlich durch. Da ist die Möglichkeit. Jorginho. Hier ist Immobile. Und er ist immer noch am Ball. Da verheddert er sich. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Zinchenko. Richtig gutes Stellungsspiel. Zinchenko. Raus auf die Seite. Findet er ihn? Spiel geht weiter mit Einwurf. Stepanenko. Jarmolenko. Spinazzola. Gewinnt den Ball für sein Team zurück. Immobile. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Sehr gute Defensivarbeit. Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Guter Ball in die Gasse. Und er schießt. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Torlos nach Durchgang Nummer 1. Ich hätte nichts gegen Treffer in Durchgang 2. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang: Wer hält die Konzentration länger aufrecht? Stepanenko. Jarmolenko. Zinchenko. Und der Reinger. Er schießt. Guter Abschluss, aber es fehlt an Präzision. Die Kombi auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt's vielleicht. Jarmolenko. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Immobile. Und einfach das Bein reingestellt. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Lorenzo Insigne. Es gibt Freistoß für Italien. Wird er es direkt versuchen? Lorenzo Insigne. Das ist Lorenzo Insigne. Probiert's!
Die Ukraine verwaltet den Ball derzeit nur. Da kommt nicht viel zustande. Immobile. Zinchenko mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihnen das Risiko fehlt, aber so gnadenlos viel machen sie nicht aus ihrem Ballbesitz. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist, sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Zinchenko. Physisch enorm präsent. Immobile. Hier ist Jamolenko. Und dann ist er weg, der Ball. So, und jetzt genug Fußball gespielt. Ab jetzt wird